Wenn Sie in Deutschland eine GmbH gründen wollen, müssen Sie so ein paar Punkte beachten. Darauf gehe ich ein. Wir reden über den Gesellschaftsvertrag. Nehmen Sie ein Musterprotokoll oder brauchen Sie eine individuelle Satzung? Wir reden darüber, wie funktioniert das beim Notar? Wir reden über die Kosten der GmbH-Gründung. Wir reden jetzt gleich über die laufende Steuerberatung, Finanzbuchhaltung, Jahresabschluss, Bilanz und so weiter und so fort. Bleiben Sie kurz dran, dann steigen wir ein in die Details. Mein Name ist Christoph Jun, ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften, also damit auf die Besteuerung von GmbHs. Das nehme ich nun als Grund und Anlass, heute mit Ihnen darüber zu sprechen, wie Sie hier in Deutschland eine GmbH gründen, wie das funktioniert, was das kostet und wie der Ablauf ist. Naja, Sie wissen, eine GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die vom Grundsatz her mindestens 25.000 Euro Stammkapital braucht. Interessant ist, dass Sie nicht 25.000 überweisen müssen, sondern nur 12.500. Im Gesetz, im GmbH-Gesetz ist geregelt, dass bei der Gründung 12.500 da sein müssen und die anderen 12.500 irgendwann nachgeschossen werden müssen, dann, wenn die Geschäftsführung das anfordert, also quasi nie, spätestens im Falle der Insolvenz. Ja? Aber erstmal reichen 12.500. Und wie funktioniert das nun? Sie brauchen einen Notar, entweder arbeiten Sie mit uns zusammen, wir beraten in dem Bereich ja relativ viel, wir gründen mit Ihnen die GmbH, wir koordinieren das mit dem Notar und wir betreuen Sie natürlich auch langfristig, wenn Sie dazu Fragen haben, ja dann rufen Sie doch einfach einmal an. Und jedenfalls brauchen wir einen Notar, entweder einen, mit dem wir zusammenarbeiten oder Sie nennen uns Ihren Lieblingsnotar in Ihrer Stadt, dann rufen wir dem Notar zu, worauf er achten muss, was so die Kerninhalte sind. Und dann bereiten wir einen Notartermin vor, mit den Vertragsdokumenten, entweder aus unserem Haus oder von dem Notar. Sie gründen diese GmbH beim Notar. Dafür müssen Sie einmal als Inhaber gedanklich vor Ort sein und dann als Geschäftsführer. Das sind natürlich beides in persona Sie. Also Sie müssen dann zweimal halt unterschreiben, einmal als Funktion des Gesellschafters und einmal als Geschäftsführer. Wenn Sie die Urkunde unterschrieben haben, meine Empfehlung ist immer, gehen Sie Mittag, machen Sie Termin um 11 Uhr, gehen Sie Mittagessen um 12 Uhr, ja, nach einer Stunde Notartermin, kommen Sie 13, 14 Uhr wieder zum Notar und holen sich die gebundene Urkunde ab. Und dann gehen Sie nachmittags direkt zum Volksbank, Sparkasse oder einem anderen Kreditinstitut und eröffnen mit dieser Urkunde ein Bankkonto auf den Namen der GmbH. Das ist dann die Müller GmbH I.G. Ne? GmbH in Gründung. Und zahlen Sie sofort bei dem Nachmittags, bei dem Termin, bei dem Banktermin 12.500 per Überweisung an. Dann haben Sie direkt den Überweisungsbeleg, gehen Sie wieder zum Notar und geben dem Notar den Überweisungsbeleg über 12.500, weil dann kann der Notar sofort anmelden. Schnellstes Verfahren ever. Wenn Sie das nicht machen, nämlich erstmal nach dem Notartermin nach Hause fahren, dauert das 1, 2, 3, 4 Tage, dann bekommen Sie die Urkunde, dann machen Sie einen Banktermin eine Woche später, dann zahlen Sie das Geld ein, nochmal eine Woche später geben Sie dem Notar den Urkunde oder den Beleg, dass Sie 12.5 überwiesen haben. Das dauert ewig. Also machen Sie am besten alles durchgetaktet an einem Tag. Der Notar wird dann diese GmbH beim Handelsregister anmelden. Das dauert zwischen einer Woche, zwei Wochen, manchmal auch drei Wochen. Und danach ist Ihre GmbH fertig gegründet und die Haftungsbeschränkung ist am Leben oder ist existent und Sie können voll und ganz mit dieser GmbH arbeiten. Parallel beantragt dann unsere Kanzlei eine Steuernummer. Wir erstellen die Eröffnungsbilanz. Wir reichen auch den Gesellschaftsvertrag beim Finanzamt ein, weil wir brauchen relativ schnell die Steuernummer, damit wir möglichst früh auch aktiv werden können und dass Sie auch möglichst früh Rechnungen schreiben können, weil die GmbH kann erst Rechnung schreiben, wenn sie ihre eigene Steuernummer hat. Zu den Kosten der GmbH-Gründung aktuell nach dem Gebührenordnung der Notare, ich glaube 570 Euro für die Notargebühr für die Gründung, nochmal 170 Euro für die Handelsregisteranmeldung, irgendwie 150 für den Handelsregistereintrag. Summa summarum reden wir hier irgendwie so über 800 bis 900 Euro, also unter 1000, ne? Knapp 900 Euro, die für die GmbH-Gründung aufzunehmen und zu kalkulieren sind. Häufig kommt dann noch die Frage, Herr Jun, brauche ich einen besonderen Gesellschaftsvertrag? Muss da auf irgendwas geachtet werden? Dann reden Sie auch gerne mit bei uns, mit den Anwälten bei uns im Haus, ja. Wenn Sie alleine gründen, gibt es ein Prinzip. Sie können einen absoluten Standardvertrag nehmen, der Sie nichts kostet. Weil wenn Sie alleine zu 100% gründen, dann können Sie den Vertrag auch jederzeit wieder ändern. Es wird mit Ihrem Mitgesellschafter auch keinen Streit geben, weil es ja eben keinen Mitgesellschafter gibt. Bei einer 100% GmbH immer den Standardvertrag nehmen. Wenn Sie noch einen zweiten dabei haben, noch einen dritten, noch einen vierten oder mit 10 Leuten aktiv sind, Gottes Willen, dann nehmen Sie bloß nicht den Standardvertrag oder die Mustersatzung oder so. Dann müssen Sie sich individuell zusammensetzen, auch bei uns im Haus mit einem Anwalt und mit einem Juristen, der Sie da berät. Da geht es halt darum, was ist, wenn einer ausscheidet, was ist, wenn einer nicht mehr in der Geschäftsführung mitwirkt, was ist, wenn einer seine GmbH-Anteile vererbt, ja, führt man die GmbH mit den Kindern, mit den Erben fort und so weiter. Da gibt es unglaublich viele Fragen zur Bewertung, der Abfindung und so weiter und so fort.
dann unbedingt etwas Individuelles entwerfen. Und dann stellt sich immer noch die Frage der Finanzbuchhaltung, der laufenden Steuerberatung, der Umsatzsteuervormeldung. Sie müssen wissen, bei einer frisch gegründeten GmbH müssen Sie monatlich Umsatzsteuervormeldung machen. Sie müssen also auch monatlich eine Finanzbuchhaltung führen. Da betreut unsere Kanzlei Sie ja vollumfänglich. Wir gründen mit Ihnen gemeinsam die GmbH und wir betreuen Sie langfristig mit der Finanzbuchhaltung, mit der Lohnabrechnung. Dafür bekommen Sie bei uns in der Kanzlei zwei feste Ansprechpartner. Auf Partnerebene bin ich das. Auf Mitarbeiterebene ist das in der Regel ein Steuerfachangestellter oder eine Steuerfachangestellte, die Ihnen vollumfänglich für alle Fragen zur Verfügung steht. Sie macht für Sie, bereitet die Finanzbuchhaltung vor, die Lohnabrechnung. Wir machen einmal im Jahr die Bilanzen, die Steuererklärung. Von meiner Seite kommt on top dann immer noch die steuerliche Gestaltungsberatung. Ja? Und wenn Sie dazu Fragen haben, dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf. Ich blende Ihnen jetzt hier die Kontaktdaten an. Rufen Sie doch einfach einmal durch. Wir beraten Sie da sehr gerne, wie das alles genau vonstatten geht und wie das möglichst effizient funktioniert mit Ihrer GmbH-Gründung.